Das James Webb Weltraumteleskop wird von einer Ariane-Rakete in Französisch-Guyana ins All gebracht. Das von der NASA entwickelte Teleskop soll 100-mal genauer sein als sein Vorgänger Hubble. Das 6 Tonnen schwere Webb-Teleskop muss wegen seiner Größe zusammengefaltet transportiert werden. Es wird in eine Umlaufbahn um die Sonne gebracht, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, und umkreist die Sonne in einer Linie mit der Erde. Nachdem es sich entfaltet hat, macht es sich betriebsbereit. 18 einzelne goldbeschichtete Beryllium-Spiegel bewegen sich in Position. Das Webb-Teleskop fängt schwache Infrarot- und Lichtsignale weit entfernter Objekte auf. Die Wärme von Infrarotstrahlung darf dabei nicht durch andere Wärmequellen wie die Sonne verfälscht werden. Ein Sonnensegel von der Größe eines Tennisplatzes hält die Spiegel kalt, bei Temperaturen von minus 240 Grad Celsius. Der große Spiegel misst 6,5 Meter im Durchmesser, bei Hubble sind es 2,4 Meter. Ein zweiter Spiegel bündelt das Licht zu einem Strahl vom Durchmesser eines Tellers. Der Strahl wird zurückgeworfen durch das Loch im Hauptspiegel und zur Analyse auf die Instrumente geleitet. Das nach dem früheren NASA-Chef James Webb benannte Teleskop soll bis zu 10 Jahre im All bleiben. Wissenschaftler erhoffen sich Einblicke in die Urzeiten des Universums vor 13,5 Milliarden Jahren mit den ersten nach dem Urknall entstandenen Galaxien, und womöglich entdecken sie eine weitere Erde.